Waldeck ist heute in der Liga und nächste Gegner heißt SV Sandhausen. Ich wäre, kann nur in der Europa League sein. Ja. Und genau so ist es. Es ist halt jetzt leider ärgerlich, aber es ist nicht ganz. Es ist halt blöd. Ja, es war halt Marco unnötig, mein Gott. Muss man einfach mal so sagen. So, nächstes Spiel ist, wie gesagt, jetzt vor Sandhausen und da meckert schon einer rum. Ich will unbedingt spielen. Pff, dann spiel doch, mein Gott. Tim bin ich immer. So, dann spiel doch, mein Freund. Merjan. Einfach mal meine Jungs ein bisschen. Ich brauch's halt fürs. Teilweise echt fürs. Für die Rückspiele. Jetzt nicht unnötig eine Niederlage oder so. Also, wie gesagt, die Niederlage wäre mir egal. Es sind eh nur noch 3 Spiele in der Liga und dann haben wir jetzt auch das Rückspiel gegen Juve. Das, wie gesagt, Hinspiel haben wir 2-2 gespielt. Zu Hause. Schauen. Wie es läuft. So, geht jetzt sofort weiter. Auf geht's. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen SV Sandhausen. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Und für Sandhausen geht es auch, ja gut, die sind durch. Das heißt, ich habe jetzt nicht gesehen, wer da ganz unten mit drin steht. Schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Ja. Und wenn sie 118. Das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie werden. Und dann geht es in der neuen Saison weiter und mit dem Umbruch. Die Anfangsformation der Schalker. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Naja, wie gesagt, wir nehmen es, wie es kommt heute. Und wir jetzt Sandhausen, kann auch ziemlich weit aufspielen. Die Saison ist ja für sie gerettet. Und wir wollen natürlich den nächsten Dreier holen. Wie gesagt, die Maximalpunktzahl sind 97. Ich glaube 100. Wenn überhaupt die Maximalpunktzahl 102, ne? Oh, war Punktverlust von 5 Punkten, ein Unterschied, habe ich eine Niederlage und den Rest haben wir, glaube ich, alles mitgenommen. Bisher. Und in der neuen Saison soll der Kader, also soll die Truppe sich nochmal neu aufstellen. Na dann, let's go. Spieltag Nummer 32. Und im nächsten Spiel heißt das dann, ist das große Finale gegen Juve. Naja. Klasse Technik. Heute ist es halt nicht allzu wichtig. Heute heißt es nur für die Jungs fit bleiben. Bloß nicht irgendwie sich verletzen oder sowas. Weil im nächsten Spiel wird es nochmal eine andere Hausnummer werden. Weg ist der Ball. Schöner Pass. Du willst keinen Abstand. Simon Terodde macht der Tor Nummer 32. Klasse Chance jetzt. Pfosten. Leck mich doch am Sack. Gegen Juve haben wir nämlich auch schon eingetroffen am Pfosten. Also wenn wir die Leistung vom Rückspiel der Hemmisch aufrufen, dann bin ich guter Dinge, dass wir es heute, dass wir es hinkriegen. Kommt jetzt die Flanke. Den Ball holt er sich.
Naja, wie gesagt. Vesalini. Dennis Linsmeier. Buadus. Ja, da ist er zur Stelle. Ball gesehen. So, erstmal Ballverlust der Sandhäuser. Klasse Aktion. Aber der Ball kommt nicht durch, die Rolle. Haben sie sich gut erkämpft. Könnte jetzt was werden. Terodde. Ja, zumindest das rausgeholt, was ich wollte, nämlich die Ecke. Da kommt die Ecke. Ja, mit der Elf, das ist Kobylanski, der jetzt natürlich was versucht. Und nochmal. Und Tor! 0-1. 0-1-0. Kobylanski, sehe ich das Rede richtig? Oder was? Krüger? Krüger war's. Bousséjour auf sein vorletztes Heimspiel. Mit danach so eine Karriere beenden. Einfach mal Volley genommen, abgezogen und drin der Ball. Aber genau so ist es passiert. So ist halt das Tor nämlich gegen Juve gemacht. Nein, obwohl hat er nicht. Den 1-2 Anschlusstreffer hat er nochmal so gemacht. Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Durch Marco Richter. Der hat sein Ding so gemacht. Am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tor für den FC Schalke 04. Die Nummer 14. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Oh, Ballverlust des Sandhäuser Verteidigers. Ha? Kobylanski! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Klasse! Jetzt 2-0. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung. Ich hatte nämlich gedacht, vielleicht macht hier Ronny das erste Ding noch rein. Aber da ist der Verteidiger des Sandhäuser schuld. Das war auch in einer Vermarke unnötig. Das Ding ist nämlich geschenkt. Aber 2-0. Wir nehmen es so mit. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Na, der gute Mann reagiert und dann halt dieser Ball zurück. Die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Effe drin und der Ball dreht sich in den Kasten. Ja, weg vom Keeper nämlich schön. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ich hoffe, dass wir noch die volle Distanz haben im Spiel. Naja, wie gesagt, wir nehmen es, wie es kommt. Es gibt gelb. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Ja, ja. Wenn er rot gibt, dann ist es sogar fast nicht komplett. Ist es sein Karriereende. Er gibt aber gelb. Ja, jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Es gibt gelb für Schalke. Richtige Entscheidung, Wolf. Und ja, noch so ein Ding, dann war es das für ihn. Haben wir überhaupt schon mal einen Platzverweis kassiert in unserer Karriere? Oh, der hat aufgepasst, der Verteidiger. Aber wenn der sich nämlich wieder überlaufen lässt, dann steht es hier 3-0 vielleicht sogar. Kobylanski. Im Parallelspiel ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz mal ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Union Berlin. Neuer Spielstand damit 1-0. Ich versuche es gerade so ein bisschen. 26 Minuten. Pirak für das Update. Terodde! Blocken Sie den Ball gerade noch ab. Ja, jede Menge Druck jetzt. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Terodde! Super Chance, aber da macht er. 34. Minute quasi so ein bisschen. Die Fans wollten da den Elfmeterpfiff. Naja, war aber keine Fitter. Ist okay, alles gut. Dennis Linsmeier. Jetzt der Ballverlust. Ja. Wird das eine Torchance? Vesalini. Es gibt ein Tor auf einem anderen Platz. Okay. Kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Buadus. Den Ball hält er gut. Hier hätten wir fast den dritten gehabt, weil Buadus hier jetzt die größte Chance hat, das Ding jetzt hinzumachen. Aber. Ecke kommt in die Mitte. Ecke. Da kommt die Ecke. Ganz stark abgeblockt. Da ist die Flanke.
Ah, schade. Gut gelöst da, den Ball, der war nämlich ganz, ganz... Das war doch kein Elfmeter, das war doch nur Ball, ich hab den quer gespielt. Ich hab den quer gespielt. Ich hab den getroffen. Es war kein Foul. Also es gibt Elfmeter auf jeden Fall für Sandhausen. Und wir gucken gerade... Ja, ich hab den noch gespielt. Ball gespielt, du bist Schiedsrichter. Fehlentscheidung meiner Meinung nach. Im Gegensatz zu Ronaldo konnte er diesmal der Sandhäuser das Ding nämlich nicht nutzen. So, jetzt. Ronaldo war nämlich noch ein bisschen platzierter, sonst wäre der Remi auch da dran gewesen. So, also Zwischenstände. Noch 60 München, Erzgebirgau 1-1, Heidenheim Union 0-2, Darmstadt Dresden 2-1 und jetzt 2-0. Unsere Jungs gegen Dynamo, gegen den SV Sandhausen. Übrigens, die Maximalanzahl an Spielen haben wir bisher, kriegen wir nicht. Aber für uns die beiden Pokalspiele mit dem Viertelfinale und dem, also dem, dem Halbfinale und dem Finale. Und dann schauen wir mal, was zumindest das Europa League Finale noch erreichen. Da wird es dann wahrscheinlich gegen Leverkusen oder gegen Lazio gehen, ne? Bosejour. Und Hammer. Ach, Mann! Da muss er aufpassen mit dem Tackling. Na, da gibt er jetzt gar nichts. Gut, Alter. Das könnte nachträglich doch Geld geben, oder? Mehr gibt er nicht. Oder sagt er dann noch Schiedsrichter? Ich werde wechseln, die zwei Wechsel ziehen, weil es vor mir der einer mit glattrot, gelbrot duschen geht. Gelbrot nicht, aber glattrot. Also, das heißt, Ludewig da auf die 6 ziehen. Ja, gut, dann kann ja die Rosen auf die Linksverteidigerposition bauen. Deswegen werde ich halt in diesen Doppelwechsel machen. Vielleicht läuft es dann ja besser. Der Trainer geht auf Nummer sicher, er wechselt ihn aus. Das Risiko einer gelb-roten war zu groß. Richtig. Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Ah, schade, kommt keiner an. Dennis Linsmeier. Ja, hat ihn. Dann ist das Spiel vorbei. Ah, der ist ein bisschen zu weit vorne. Fängt den Steilpass ab. Glück gehabt für Sandhausener. Die haben ja sich das 0-2, haben sie sich ja selber reingehauen. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Und es steht erst noch 42 Minuten und nicht das Tor für Sandhausen. Ja, die Gäste werden hier ein bisschen stärker langsam. Weil ich aber auch keine wirkliche Situation bekomme, wo ich mal wieder irgendwen reinschicken kann. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Er passt ihn auf den Flügel. Der Rodde. Der Rodde. Gefährlich jetzt. Genau hinschauen. Bostoan. Nichts. Keine Situation für Schiedsrichter. Also, ich kriege aber auch keine Position, keinen wirkliche Situation, kein Angriff rein. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Komilanski, mach das jetzt mal endlich zu. Nö. Also ich glaube 2-0, das ist noch ein bisschen... Terodde nochmal. Ich krieg's aber gerade nicht hin, dass ich da irgendwie was nutzen kann. Keine Chancen. Die gehen immer noch einen Meter vorbei oder so. Der Ballverlust.
Da geht er gut in den Zweikampf. Robin hat ja auch nicht wirklich so, keine Werbung macht für sich. Weiter geht es mit einem Einwurf. Robin Scheu. Da ist Platz auf dem Flügel. Scheu de Rose. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Ja, aber ist nicht. Robin Hack vielleicht jetzt nochmal mit Tempo. Kann dem Innenverteidiger da weglaufen. Jetzt ist es durch. 85. Und es ist Kobylanski, der den doch noch irgendwie über die Linie drückt. So, hier sehen wir es jetzt nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Die Flanke kommt. Da bleibt der Keeper auch drin. Der muss normalerweise da rauskommen. Viele würden einfach draufhalten. Oh, der hält die Fußspitze einfach rein und macht dann das Tor. Also, Kobylanski, 26. ist Saisontor. Heute doppelt vakanziert. Hat den Fehler da ausgehört seines Verteidiger, der Verteidigung. Und jetzt hier diesen Konter versenkt. Ja, kriegt er hin? Nee, kriegt er nicht. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Kobylanski macht ein Tor Nummer 3 heute. Das ist doch gefährlich. Nö. Und damit ist Feierabend. 3-0. Dritter Ligasieg in Folge. Also, diese Aufnahmesession. War jetzt das vierte Spiel. Ist es so nicht in die Juve dabei? Passt auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Wir haben es geschafft. Wir haben die Situation genutzt. Und holen uns die 3 Ligapunkte. Mehr auch nicht. Und jetzt geht's weiter mit dem Rückspiel gleich gegen die Turin. Wahrscheinlich. Also würde ich mich wundern, wenn das so wäre. Ja, wir haben es einfach nicht auf die Reihe bekommen, unsere Überlegenheit in die Tore umzusetzen. Jetzt haben wir wieder ein paar Chancen gehabt, so Halbchancen gehabt und haben es aber auch nicht genutzt. Aber ist egal. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass das nächste Spiel, was jetzt kommt, und das sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin und tschüss.